Wenn ich SPD-Vorsitzender wäre und Andrea Nahles würde in mein Zimmer kommen, ich würde wegrennen, aus dem Fenster springen, ich würde alles machen, nur nicht in ihrer Nähe bleiben. Denn Andrea Nahles, sie ist wirklich die Leichenbestatterin, aber gleichzeitig auch diejenige, die alles dafür tut, dass es zur Leiche kommt, wenn es um die SPD und um Parteivorsitzende geht. Tja, Müntefering hat sie schon mal erledigt. Beck ist sie gerade dabei zu erledigen. Sie hatte die kluge Idee, dass man sich mit der Linken zusammentut und sich bei ihr öffnet. Siehe Hessen. Sie hatte die Idee, Gesine Schwan als Bundespräsidentin-Kandidatin anzuwerben. Alles beides der Sargnagel von Kurt Beck. Der zahlt die Zeche für die katastrophalen politischen Ideen von Andrea Nahles, die schwarze Witwe der SPD. Sie ist es nun mal und hat dann noch die Chuzpe, in diesen Tagen zu sagen, Kurt Beck sollte der nächste Kanzlerkandidat werden. Welche Ironie. Und die SPD ist nicht versetzungsfähig. Da hat sie übrigens recht, aber schuld ist nicht Beck. Schuld ist auch nicht Müntefering. Schuld ist Andrea Nahles. Aber wäscht sich natürlich die Hände in Unschuld. Diese wunderbare, sensationelle Frau, die nur an eines denkt. Wie versenke ich alle prominenten, möglichen Parteivorsitzenden, damit ich eines Tages als letzte Wahl übrig bleibe? Und eine letzte Wahl wäre sie dann auch am Ende. Denn viele bleiben nicht mehr übrig. Auf ihrem Weg muss sie jetzt nur noch Steinmeier erledigen. Das erledigt sich von selbst, wenn er Kanzlerkandidat werden sollte, denn die SPD hat keine Chance. Und dann ist sie da, die schwarze Witwe, die immer das Gute will und das Böse erreicht, nämlich Andrea Nahles. Ja, so sind sie, die Skorpione, die sich immer unschuldig gerieren und andere in den Untergang bringen. Und apropos Skorpione, wenn ich Andrea Nahles vor mir habe, dann denke ich an diese eine Geschichte vom Frosch und dem Skorpion. Kennen Sie diese Geschichte? Naja, also ein Frosch und ein Skorpion sind an einem See. Und der Skorpion sagt zum Frosch, du, ich möchte ans andere Ufer. Dann sagt der Frosch, sag mal, glaubst du, ich bin blöd? Ich nehme dich auf meinem Rücken und was wirst du tun, Skorpion? Das, was Skorpione immer tun, du wirst zustechen und ich werde tot sein. Sagt der Skorpion, im Prinzip hast du recht, Frosch, aber denk jetzt mal einen Augenblick nach. Dann würde ich doch mit dir untergehen, wenn ich das auf dem Wasser mache. Das leuchtet dem Frosch ein und sagt, okay, Huckepack, komm rauf und schwimmt mit dem Skorpion auf dem Rücken im Wasser. Tja, mitten im See sticht denn der Skorpion zu. Frosch geht unter, Skorpion geht unter. Und kurz bevor sie untergegangen sind, schreit noch der arme Frosch, aber Skorpion, du bist doch völlig bescheuert. Jetzt sterben wir denn doch beide. Sagt der Skorpion, weißt du was, Frosch? Im Prinzip hast du recht. Aber denk dran, Skorpion bleibt Skorpion. Tja, wenn Kurt Beck, der arme Frosch, sich doch nur daran erinnert hätte, als er Andrea Nahles zu seiner Stellvertreterin gemacht hätte. Nahles bleibt nämlich Nahles.